Kartenspielen ist ziemlich langweilig. Es käme dann ja wohl auf den Einsatz an. Hm? Für den Diebstahl kommt hier nur einer in Frage. Und das ist unser hübscher Ex-Knacki hier. Also, rückst du die Kohle jetzt freiwillig raus, oder? Ich hab das Geld nicht geklaut. Na klar, es war einer von uns. Jetzt mach mal einen Punkt! Dann erzähl du uns doch mal bitte, wer das Geld sonst geklaut haben soll. Also, Christian war im Blue Ice, als wir die Einkäufe ausgeladen haben. Und weil man meistens pleite ist, wenn man gerade frisch aus dem Knast rauskommt. Oder, Meister? Sag doch auch mal was dazu. Also, ganz abwegig ist der Gedanke nicht. Würde sowas nie machen. Du glaubst mir doch, oder? Das wäre jetzt nicht wahr. Christian, ich habe ja keine Ahnung, aber... Schon klar. Christian, warte! Sonst hast du so eine Riesenklappe. Und wenn es dann wirklich drauf ankommt, bekommst du deinen Mund nicht auf. Tolle Freundin. Ich mache eine Pause. 500 nehme ich mit. Meine Herren, ich sehe, du hast Verstärkung mitgebracht. Mein Bruder, Konstantin Graf von Lahnstein. Guten Tag. Nehmen Sie doch Platz. Ich nehme an, Sie sind volljährig. Ja, wenn Sie meinen Ausweis sehen wollen. Aber nicht doch, wir sind doch hier unter uns. Außerdem eine bessere Referenz als Ihren Bruder gibt es kaum. Er nimmt regelmäßig an unserer kleinen Runde teil. Beati possidentes. Nach all den Jahren ist Adalbert immer noch stolz auf sein Latinum. Es heißt einfach so viel wie herzlich willkommen, Graf Lahnstein. Sie sind mit den Spielregeln vertraut? Ja. Wenn Christian es wirklich nicht war, warum hat der Typ sich dann gerade eben noch verpisst? Weil man bei so viel geballter Blödheit nur abhauen kann. Also, ich glaube eher, Anni hat mit seiner Vermutung recht. Danke, Baby. Ich rufe jetzt die Bullen. Sag mal, spinnst du und dann? Wir zeigen Christian an und die machen eine Hausdurchsuchung bei ihm. Sag mal, drehst du jetzt komplett durch? Irgendwas muss man doch unternehmen. Naja, eben. 200 Euro sind doch kein Pappenstiel. Wir haben sie doch alle nicht dicke. Du hältst mal lieber ganz deine Klappe. Hey, hey, ich werde doch wohl noch meine Meinung äußern dürfen. Deinetwegen hat Andi überhaupt erst erfahren, dass Christian im Knast gewesen ist. Halt mal. Mir war der Typ von Anfang an suspekt. Was ist mit dem da? Saß der nicht auch schon mal im Gefängnis? Also, Coco, das ist eine Unverschämtheit. Was willst du mir damit unterstellen? Vielleicht hast du ja das Geld geklaut. Meine Liebe, jetzt mal ganz langsam, ja? Das Blue Ice ist doch quasi unser Laden, hm? Das liegt mir doch genauso am Herzen wie euch. Ich muss gleich brechen. Jedenfalls bin ich davon überzeugt, dass Christian unschuldig ist. Was macht dich so sicher? Du kennst ihn doch auch erst seit ein paar Wochen. Woher willst du wissen, wie der tickt? Aber du, hä? Wie siehst du das eigentlich? Schließlich bist du mit Christian zusammen. Glaubst du, dass er uns beklauen würde? Nein. Nein, niemals. Schwester Jana. Herr Schröder, schon wieder auf Tour? Ist ja nett, dass Sie Herrn Braun besuchen, aber bitte übertreiben Sie es nicht, ja? Ich soll den ganzen Tag auf meinem Zimmer bleiben? Da würde ich eine Menge verpassen. Herr Braun, wie geht's Ihnen denn heute? Geht so. Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Ich
krieg keine Luft. Helfen Sie mir, wir müssen ihn aufrichten, schnell. Atmen Sie ganz ruhig, ganz ruhig. Der Arzt ist sofort bei Ihnen, ganz ruhig atmen. Ich setz 100. Ich passe. Ich passe auch. Ich erhöhe um 100. Ich will sehen. Drilling 9. Full House Ass. Okay, then back to base heads. That's like you just won at the Special Olympics. I got the root box of the back of a spaceship. So sick, I just had to take it. The RUDEBOX. Up your jacks and you split your kecks. Sing a song of Semtex. Pocket full of Durex. Body full of Mantrax. Are we gonna have sex? Yes. Rewear your knee socks. Back to the root box. Got this double fantasy where we just never stop. I got one design and that's to funk you to the top. Know what's on my mind, there's only one thing you will find. I got one design and that's to bump it till you drop. Was ist passiert? Der Patient hat Atembeschwerden. Wie ist der Blutdruck? 167 zu 69. Wahrscheinlich ein anaphylaktischer Schock. Er reagiert allergisch auf die Transfusion. Gut, dass du ihn aufgerichtet hast. Ich stelle nur kurz die Blutzufuhr. Hab ich schon. Sehr gut. Dann brauche ich jetzt 250 Milligramm Cortison. Kommt sofort. Dr. Land. Herr Schröder, Sie sind ja immer noch da. Bitte verlassen Sie jetzt den Raum. Natürlich. Cortison? Ich brauche jetzt das Theophyllin. Theophyllin? Ja, Nico, das trifft sich gut. Ich mache gerade den neuen Dienstplan. Komm rein. Tut mir leid, können wir das morgen besprechen? Ich bin eigentlich auf der Suche nach Christian. Ich dachte, der ist bei euch in der WG. Nein, ganz bestimmt nicht, aber egal. Erste Beziehungskrise? Wohl eher die letzte. Was ist denn los? Habt ihr Zoff? In der Kasse vom Blue Eyes fehlen 200 Euro und Andi glaubt... Dass mein Bruder die geklaut hat. Der würde sowas niemals tun. Ich weiß. Warum unterstellt ihm Andi dann sowas? Es ist total schwachsinnig und auch ein absolutes Vorurteil, aber Andi weiß, dass... Weiß was? Dass Christian die Tankstelle überfallen hat und deshalb im Knast saß. Ach, klar, und seitdem lässt er alles mitgehen, oder wie? Es ist total unfair von Andi. Das hast du ihm doch hoffentlich auch gesagt. Ja, aber leider zu spät. Ich habe einfach kein Wort rausgekriegt und anstatt Christian direkt zu verteidigen... Gregor, ich habe echt totalen Mist gebaut. Christian würde doch niemals seine Freunde bestehlen. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Warum habe ich denn nicht vor der letzten Runde Schluss gemacht? Ich lade dich gern noch mal ein. Besten Dank, aber für heute habe ich genug. 12.000 Euro. Ja, was ist das heutzutage schon? Andere Menschen leben davon ein ganzes Jahr. Ach, Bruder, ich muss noch eine Menge lernen. Eine ganze Menge, wie mir scheint. Andere, wer sind denn schon andere? Normale Menschen eben. Die arbeiten hart für so viel Geld. Und ich verspiele das mal eben in ein paar Minuten. Wir arbeiten auch hart. Konstantin, du musst endlich begreifen, wer du bist. Du bist ein Lahnstein. Bei uns geht's jeden Tag um Millionenbeträge. 12.000 sind doch Peanuts. Trotzdem, mit dem Geld hätte man irgendwas Sinnvolles machen können. Ja, ja, Menschen helfen, Schulen bauen. Ja, zum Beispiel. Schön, wenn's dich beruhigt. Die Lahnstein Holding unterhält 3 Stiftungen. Wir spenden jedes Jahr Millionenbeträge für karitative Zwecke. Abgesehen davon bleibt Menschen unseres Standes doch gar nichts anderes übrig. Konstantin, warum hast du solche Skrupel? Wir sind reich, uns liegt die Welt zu Füßen. Wenn es ein paar Euro kostet, was soll's? Das Wichtigste ist doch, dass du einen amüsanten Nachmittag hattest. Ja, er war schon sehr witzig. Ja, also. Und Lisa ist vergessen. Uninteressant. Alles, was jetzt noch zählt, ist Vergnügen.
Ach, sieh mal einer an. Kommt unser Feiner ja auch schon nach Hause? Hast du sonst keine Freunde? Ein paar mehr als du. Wo warst du die ganze Zeit? Sonst hast du nichts zu tun. Ziemlich langweiliges Leben. Sehe ich nicht so. Dazu habe ich ja einen Bruder. Was habe ich denn jetzt schon wieder verbrochen? Verbrochen. Das richtige Stichwort. Nico war vorhin hier. Du bist ja voll im Bild. Und wenn du es genau wissen willst, ich habe meine Beute verbuddelt an einem Geheimort im Park. Red nicht so einen Schwachsinn. Warum bist du aus der WG abgehauen? Es ist doch klar, dass jetzt alle denken... Ja, alle! Sag's ruhig, inklusive dir! Du hättest Andi mal hören sollen. Da kommt nur einer in Frage, unser Ex-Knacki. Und dann mischt sich da noch seine bescheuerte Freundin ein. Und Nico? Ich muss mich wohl einfach daran gewöhnen, dass mich alle für einen Schwerverbrecher halten. Sogar mein eigener Bruder. Ich halte dich nicht für einen Schwerverbrecher. Aber ich habe dir auch nicht zugetraut, dass du eine Tankstelle überfallen könntest. Ja, so kann man sich täuschen, was? Die Hände hoch, los! Die Hände hoch! Na, dann mach deine Kasse auf, los! Und jetzt das Geld hier rein. Schnell, Dali, 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 komm! Komm! Schnell, 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 los! So, jetzt deine Kaltbewegung. Ja, runter, runter, runter! Hey, hörst du mir überhaupt zu? Sag mir jetzt ehrlich, hast du die 200 Euro genommen oder nicht? Du kannst mich mal. So. Einmal Tomate Rucola für unsere Star-Schwestern-Schülerin. Danke. Das Geld gebe ich dir später. Nein, nein, ich lade dich ein. Das kann ich mir gerade noch leisten. Nimm es doch einfach als kleines Dankeschön für vorhin. Oder ist das etwa schon verboten? Ich habe nur meinen Job gemacht. Mhm. Und zwar sehr, sehr gut. Du hast direkt erkannt, dass die Atemnot des Patienten an der Bluttransfusion lag. Das hätte jede andere Schwester auch. Außerdem war das nur Zufall. Ich habe erst vor ein paar Tagen was gelesen über anaphylaktische Schocks. Ja, und jetzt hast du mal so ganz nebenbei dem Patienten das Leben gerettet. Siehst du, und darauf kommt es an. Sag mal, wann hast du eigentlich noch Zeit, diese ganze Literatur zu wälzen? In den Pausen, abends vorm Schlafengehen, in der Badewanne. Immer, wenn ich Zeit habe. Es entspannt mich, es ist interessant und es bringt mich weiter und bei dem Wetter? Ja, bei dem Wetter könnte man aber auch gut mal ins Kino gehen. Wann warst du das letzte Mal aus? Wann hast du dich mal mit einem richtig interessanten Mann getroffen? Interessante Männer? Wo gibt's die denn? Ach, komm schon. Also ich wette, in Düsseldorf gibt's den einen oder anderen, der würde sich ein Bein ausreißen, um mit dir ausgehen zu können. Tut mir leid, der ist mir noch nicht begegnet. Naja, den findet man nur auch nicht auf Seite 36 im Lehrbuch für Anatomie. Die Männer und ich, wir haben da so eine Vereinbarung. Ich lasse sie in Ruhe, dafür lassen sie mich in Ruhe. Und? Macht das glücklich? Mich schon. Was soll das denn jetzt? Wonach sieht's denn aus? Christian, ich halte dich nicht für kriminell. Natürlich. Aber die Sache mit der Tanke, das war schon eine ziemlich heftige Nummer. Auch wenn du es für unseren Alten getan hast. Na, und jetzt willst du diesen Sportladen aufziehen, oder? Blöde Idee, ist gestorben. Aber du hast doch selbst gesagt, das ist dein großer Traum und alles, was dir fehlt, ist Startkapital. Ja, und deswegen klaue ich 200 Euro. 200 Euro, dafür kriege ich nicht mal ein Ladenschild. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich hier hingekommen bin. Auf dich kann ich nämlich auch verzichten. Ich habe das gleich gewusst, dass dieser Christian nicht ganz koscher ist. Vielleicht gibt er ja das Geld zurück. Komm, wir spielen eine Runde. Und was macht er jetzt? Will er zum Kasper-Kongress? Hallo. Hallo, Konstantin. Na, ihr beiden? Alles fit? Wonach riechst du denn? Nach einem ziemlich geilen Whisky, den ich eben mit meinem Bruder getrunken habe. Am Nachmittag? Ja, hat sich eben so ergeben. Außerdem hat ziemlich gut gepasst. Wir waren nämlich pokern. Bis dann die Durchsage kam, der kleine Konstantin möchte bitte im Kinderparadies abgeholt werden. Dümmliche Prolls wie dich hätten sie gar nicht reingelassen. Es war außerdem ziemlich cool, wie die Jungs die Steine auf den Tisch knallen. Ihr habt um richtig viel Geld gespielt?
Logisch. No risk, no fun. Ich habe zwar meinen kompletten Einsatz verloren, aber hey, was soll's? Mehr fällt dir dazu also nicht an. Hey, was soll's? Was regst du dich denn so auf? Mein Bruder hat das ganz locker gesehen. Außerdem, wenn ich das nächste Mal hingehe... Ist das jetzt ein neues Hobby oder was? Ja, warum nicht? Man lernt interessante Leute kennen. Irgendwelche reichen Schnösel, die nichts weiter mit ihrer ganzen Kohle anzufangen wissen. Und Yachten auf der ganzen Welt haben. Ich habe schon mehrere Einladungen bekommen. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Man kann sich natürlich auch mit Backgammon und Bauarbeitern zufrieden geben. Aber wenn es dein Ding ist... Guten Abend, Schwester Jana. Herr Schröder, Dr. Lahnstein und ich, wir kommen gleich zur Abendvisite. Ah, ich freue mich. Schwester Jana, ich wollte Ihnen nur mal sagen, heute Nachmittag, wie Sie Herrn Braun versorgt haben, das war sehr beeindruckend. Vielen Dank. Es geht ihm schon viel besser. Das freut mich. Arbeiten Sie eigentlich schon lange auf der Station? Seit ein paar Monaten. Mhm. Oh, hallo zusammen, Herr Schröder. Jana, hast du bitte die Akte von Frau Meierhof? Ja, ich warte dann auf meinem Zimmer. Bis nachher. Was machst du überhaupt noch hier? Du hast doch längst Feierabend. Ich habe Doppelschicht. Silvana hat sich krank gemeldet. Oh. Hey, wenn ein Kollege krank ist, dann... Ja, dann ist das mal wieder ein wunderbarer Vorwand, sich nicht ins Leben zu stürzen, richtig? Ich habe dir das vorhin erklärt. Das stimmt, das hast du. Nur scheint sich die Männerwelt nicht ganz an eure Abmachung zu halten. Hier, unser Blinddarmdurchbruch zum Beispiel, der würde sein Leben dafür geben, mit dir ein Date zu haben. Herr Schröder? Mhm. Ja, mit einer Einladung auf meine Luxusjacht kann ich jetzt nicht gerade dienen. Konstantin ist sowas von abgedreht. Vielleicht hat er aber auch recht. Danke. Und Frauen stehen auf sowas. Aber ich doch nicht. 4,50. Ich verstehe echt nicht, wie ich mal in den verliebt sein konnte. Hat er sich denn so geändert? Weißt du, das ist wie bei allen Kerlen mit Komplexen. Wenn gar nichts mehr geht, holen sie sich ein dickes Auto. Christian. Hi. Wo bist du hin? Erstmal an die Autobahn und dann nimmt mich irgendeiner mit. Hauptsache weg von hier. Was ist passiert? Gregor hat ein verdammtes Problem mit mir und darauf habe ich keinen Bock. Habt ihr euch gestritten? Bei Freunden ist Geld geklaut worden und rate mal, wer es war. Ich natürlich und sogar mein Bruder glaubt das. Okay, das geht so nicht weiter. Was hast du vor? Einiges klarstellen. Hör auf damit. Ja, soll dir die Geschichte ewig nachhängen? Willst du bei jeder Tasse, die hier verschwindet, verdächtig werden? Nur weil du... Gregor würde dir nicht glauben. Und es wäre alles umsonst gewesen. Bitte, Papa, lass es. Tja, du bist selbst dran schuld. Guten Abend. Sandra. Ich habe mich über deinen Anruf sehr gefreut. Auch wenn er mich ehrlich gesagt überrascht hat. Ich habe meine Meinung eben geändert. Kann ich dir einen Schluck Champagner anbieten? Ein junger Mann mit Stil. Auf einen wunderschönen Abend. Gebe ich dir das Geld direkt, oder? Aber nein. Erstmal machen wir es uns gemütlich und haben ein bisschen Spaß miteinander. Na ja, klar. Ich werde dich garantiert nicht enttäuschen. Davon gehe ich aus. Ihre Narbe verheilt wirklich sehr gut. Wir müssen nur noch die Fäden ziehen und dann denke ich, dass Sie in den nächsten paar Tagen nach Hause können. Ich mache Ihnen noch schnell ein Pflaster drauf. Ich weiß gar nicht, ob ich darüber so glücklich sein soll. Ja, unsere Schwesternschülerinnen, die machen es einem nicht immer ganz einfach. Hör schon auf. Also,
Wenn du bei Herrn Schröder noch kurz den Blutdruck messen könntest, ich habe das Gefühl, der ist etwas hoch. Klar. Schönen Abend, Herr Schröder. Danke, Dr. Lahnstein. Ihr Chef hat recht. Sie werden mir wirklich fehlen. Das denken Sie nur jetzt. Wenn Sie erst mal zu Hause sind, dann werden Sie uns nicht mehr vermissen. Da bin ich mir ganz sicher. Oh, und wenn ich das gar nicht will? Darf ich Sie mal zum Essen einladen? Wenn ich wieder fit bin? Hallo, Gregor. Entschuldige bitte die Dein Später. Zimmer ist eine Etage tiefer. Bitte, ich muss mit dir reden. Eine Minute länger ertrage ich dein Geschwätz nicht. Ich habe begriffen, dass du nichts mehr mit mir zu tun haben willst. Dann akzeptier das endlich. Gregor, du machst mir viele Vorwürfe. Was ich euch durch meine Spielsucht zugemutet habe. Du hast unsere Familie zerstört. Ich weiß. Und wenn ich es irgendwie gut machen könnte. Ja, hau ab! Verschwende, das würde mir schon reichen! Das werde ich auch. Aber vorher möchte ich dich um eine Sache bitten. Setz dich. Bitte. Christian ist nicht so, wie du denkst. Er hat mit dem Geld, das aus dem Club gestohlen wurde, nichts zu tun. Du weißt davon? Bitte glaub ihm. Er wäre zu so etwas nie fähig. Und der Überfall auf die Tankstelle? Dazu war er fähig? Wenn du wüsstest. Ich erzähle dir jetzt, was wirklich in der Nacht passiert ist. Christian war zwar an der Tankstelle, und er hat auch den Überfall beobachtet, aber nicht er hat den Kassierer überwältigt. Sondern ich. Christian hat vor der Polizei die Schuld auf sich genommen und ist dafür ins Gefängnis gegangen. Unschuldig.